Café Landmann in Wien präsentierte News-Aufdecker Kurt Kuch sein neues Buch Land der Diebe vor Journalisten. Und hier gilt auf jeden Fall das Sprichwort Nomen est Omen. Das Buch heißt deshalb Land der Diebe, weil wir in Österreich ein System haben, das Korruption legalisiert, das Land um seine zukünftige wirtschaftliche Prosperität beraubt. Ein System, das es möglich macht, dass wir immer mehr Fälle exzessiver individueller Gier haben, immer größere Wirtschaftskausen mit immer größer werdenden Schadenssummen und weil wir ein Justizversagen haben, vor allem wenn es um Protagonisten geht, die aus der Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Politik kommen. In dem Buch rechnet er mit den Packeleien, dunklen Machenschaften und schamlosen Bereicherungen im Umfeld von Politik und Wirtschaft in Österreich ab. Auf der Pressekonferenz stellte Kuch auch einen Vergleich zwischen Österreich und unserem deutschen Nachbarn her. In Deutschland, wir haben es jetzt erlebt, treten Politiker zurück, weil sie bei der Doktorarbeit abschreiben. Sie treten zurück, weil sie dienstlich erworbene Flugmeilen privat genutzt haben. In Österreich treten Politiker nicht einmal dann zurück, wenn sie gerichtlich und rechtskräftig verurteilt werden. Woran liegt es, dass hierzulande teilweise eher kreativ mit Korruptionsfällen und Ähnlichem umgegangen wird? Wann ist der letzte Politiker in Österreich zurückgetreten? In den letzten 10 Jahren ist kein führender Politiker zurückgetreten, obwohl es viele Skandale gab, die entweder strafrechtlich relevant waren oder politische Verantwortung eingefordert hätten. Bei uns in Österreich tritt man nicht zurück. Es gibt überhaupt keinen rationalen oder vernünftigen Grund, warum Politiker oder andere öffentliche Funktionäre so an ihren Sesseln picken wie bei uns. Ja. Außer, dass man sagt, es sind eigentlich, und darauf läuft es ja hinaus, diese Milliardenbetrügereien oder Millionenbetrügereien Kavaliersdelikte. Es ist ja eh unser Geld. Ja. Also es ist jetzt... Sehr zynisch gesagt, aber natürlich hat man schon so den Eindruck, dass da niemand sich geniert für etwas, was in jedem normalen Rechtsstaat klassisch nicht nur Korruption, sondern ein schweres strafrechtliches Delikt ist. Und was kann ein Buch wie Land der Diebe nun bewirken? Dass wir nicht vergessen. Viele Skandale der letzten 10 Jahre habe ich, der ja wirklich auch sehr viel mit Medien arbeitet, schon wieder vergessen gehabt. Und dann habe ich mir gedacht, um Gottes Willen, da ist ja gar nichts passiert. Da wurden keine Konsequenzen gezogen. Wir sind alle zur Tagesordnung übergegangen. Und da müssen die Medien die Frage stellen, will die Politik überhaupt das ändern? Das ist die große Frage. Weil das Problem ist ja bekannt. Geschieht jetzt etwas oder nicht? Die Korruptionsstaatsanwaltschaft hätte 40 Planposten haben sollen. Es sind 7 Staatsanwälte. Der arme Leiter, der Magister Geier, ich meine, der ist für mich ein Held, mit 7 Staatsanwälten das zu bewältigen. Die erste Auflage von 10.000 Exemplaren könnte laut dem EcoWin Verlag schon am ersten Tag ausverkauft sein. Doch die nächste folgt bestimmt.